Ja, also in meinem Fall, ich nehme das Thema dann mit nach Berlin, schreibe einen Brief oder eine Aktnotiz von einem Kollegen, der zuständig ist bei uns in der Fraktion. Wir haben ja eine starke Spezialisierung. Ich mache Bildungs- und Forschungspolitik. Wir haben Kollegen, die machen Sozialpolitik. Andere machen Umweltpolitik. Aber gibt es immer auch einen, der eben zuständig ist, für Sozialgesetzgebung zum Beispiel. Dann kriegt er von mir einen Brief, eine Aktnotiz, wo ich dann schreibe, das und das scheint hier in der Praxis sich nicht so richtig gut zu bewähren. Ob geplant ist, dass die Fraktion das Thema angeht, ob es irgendwelche Gesetzesinitiativen gibt, vielleicht auch was man ändern kann, und versucht dann auch Rückmeldung zu geben an die Stelle, die das eben an mich herangetragen hat. So verstehe ich Politik.